1, 2, 3, ABC. Gut, also, wir haben nochmal unsere Scheme Build in Plus, wollen wir nachher aufrufen, und die kriegt hier OBJ Arglist, habe ich definiert. Die Frage ist, wie übergeben wir unsere Build in Funktion jetzt die evaluierten Argumente, was wir ja machen müssen. Und der Einfachheit halber, also es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten, entweder wir allokieren die in irgendeinen Vektor rein und übergeben einen Pointer auf den Vektor, was vielleicht nicht schlecht wäre im Hinblick auf die spätere tatsächliche Implementierung, wenn wir dann Continuations oder sowas machen, oder Bytecode oder sogar Maschinencode implementieren, weil es effizienter wäre. Da werden wir das auch auf so eine Art Stack pushen, auch wenn wir den Stack selber später verwalten werden. Jetzt fürs Erste werde ich es mal so machen, dass ich da eine Consliste erzeuge, also eine Liste von evaluierten Argumenten, und die Argumente tue ich in eine Consliste rein. Sprich, das Build-in-Plus wird nach, also wenn ich jetzt zum Beispiel aufrufe plus AB, und Sie erinnern sich, A war an 100 gebunden und B an 200, dann wird der Evaluator die ganzen Dinger evaluieren jeweils rekursiv und dabei eine neue Liste aufbauen, wo die evaluierten Argumente drin sind. Das heißt, da stehen nachher die 100 und da stehen nachher die 200, und das wird unsere Arglist, unsere Argumentliste, die wird unsere Build-in-Funktion hier übergeben werden. Diese Art und Weise. Also gehen wir zurück zum Eval, und wir sind ja hier im Scheme Eval List, und Scheme Eval List, der sagt, okay, erstmal schaut er, und dann hat er hier Scheme Eval Build-in Function, und da stehen wir im Moment gerade tatsächlich. Stehen wir da? Ja, genau, da stehen wir auch. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir schauen jetzt, solange es noch Argumente gibt, also hier habe ich ja jetzt schon mal den Cutter von der Expression. Expression zeigt hier drauf, und den Char haben wir ja schon evaluiert. Tatsächlich haben wir hier die Function aus Syntax ja schon mal evaluiert, und es wäre eigentlich Blödsinn, wenn wir da drin dann nochmal das Ding rausholen, weil wir es hier schon haben. Deswegen würde ich sagen, dass wir ihm hier das schon als Argument mitgeben, Func aus Syntax. Da haben wir das schon mal an der Hand. Weil wir dann, vielleicht brauchen wir es noch, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Wenn wir es nicht brauchen, schmeißen wir es wieder raus. Und die anderen sind eh alle noch nil, also das heißt, wir kommen jetzt hier Build in Function, kommen da oben raus. Ich muss jetzt nochmal ein Ding dazu machen. OBJ Func und Scheme Eval Build in Syntax kriegt auch ein Zusatzargument. Func, und dann haben wir hier, da haben wir noch nichts. Okay. Gut, jetzt die Argumente. Jetzt gehen wir für die Argumente durch und sagen, weil args ungleich scheme nil, dann holen wir uns ein unevaluiertes Argument raus, unevaluated arg ist gleich Karl von diesem ArgsList. Nein, nennen wir es ArgsList, komm. ArgsList. Karl von ArgsList. Dann rufen wir den Scheme Eval auf und sagen OBJ evaluated arg ist gleich Scheme Eval von diesem unevaluated arg. Und jetzt bauen wir das zusammen in eine Liste. Das heißt, wir hatten hier eine OBJ evaluated oder List of Values und sagen hier OBJ this cons ist gleich ein new scheme cons von dem evaluated arg und erstmal scheme nil. Jetzt machen wir folgenden Trick, List of Values setzen wir zunächst einmal auf scheme nil und merken uns den letzten, last value, auch auf scheme nil. Und jetzt sagen wir hier drin, if List of Values, wenn wir den ersten haben, wenn wir das erste Argument gerade bearbeitet haben, dann ist das ja noch scheme nil.
Dann sagen wir List of Values ist gleich Discons, else, machen wir gleich weiter, und dann setzen wir hier den Last Value ist gleich Discons. Ich erkläre es gleich, was ich hier tue. Und wenn wir das zweite Argument gehabt haben, dann sagen wir Last Value File Scheme Cons, glaube ich, oder war das Cons? Weiß nicht mehr, wie heißt die Struktur? Moment, ich muss kurz reinschauen. Hab's vergessen. Structures Only. Halt. Warum kann der das nicht? Kann er nicht Struktur Scheme Cons? Doch, die heißt Scheme Cons, genau. Da halte ich mir mal. File Scheme Cons. Punkt Cutter ist gleich This Cons. Und dann falle ich dahin. Was mache ich hier? Ich evaluiere immer ein neues Cons. Also hier am Anfang zunächst einmal das, wo die 1 hier drauf steht, und setze das auf nil, der Rest. Und dann merke ich mir, wenn ich am ersten bin, setze ich meine List of Values hier auf dieses Ding. List of Values. Und außerdem den Last Value setze ich auch auf dieses. Das heißt, das Last zeigt auch hier drauf. Last. Wenn ich jetzt den nächsten evaluiere, muss ich hier unten natürlich noch weiter steppen, das heißt, ich muss hier sagen, ArgList, ArgList ist gleich Cutter von ArgList, damit es weitergeht, und dann ist meine Loop zu Ende. Wenn ich jetzt das nächste evaluiere, dann komme ich hier an der Stelle wieder vorbei, allerdings ist es jetzt nicht mehr, ist jetzt diese List of Values nicht mehr Scheme Nil, das heißt, ich falle in den Else-Zweig, und dann setze ich hier den Last Value Pfeil Cutter, das ist der da, auf den. Und wenn das jetzt ewig weitergeht, und der hat natürlich wieder Nil, dann baue ich mir hier so die Liste auf, indem ich mir den Start merke und immer das letzte Element und das letzte Element immer modifiziere. Das ist hier nicht funktional, das ist natürlich, ich modifiziere, ich mache hier einen Setter, ich modifiziere hier ein bereits allokiertes Element, das ist nicht ganz fein, aber das ist die schnellste Methode, um jetzt hier so eine Argliste aufzubauen, ohne Rekursion jetzt nochmal zusätzlich, um die Liste aufzubauen, zu verwenden. Auf jeden Fall, wenn ich hier hinten rauskomme, da machen wir nachher gleich einen Breakpoint drauf, dann müsste ich eigentlich hier eine List of Values haben. Das machen wir mal, Accept, übernehmen. Und ich hoffe, dass ich alles definiert habe. Viscons, Evaluated Arc, soweit so gut. Also hier an der Stelle müsste ich eigentlich die Arc-List, und weil wir ja schon so eine nette Scheme-Routine haben, können wir eigentlich schon unseren Scheme-Print aufrufen. Mal gucken, ob ich einen Scheme-Print habe, der mir erlaubt, machen wir mal, übernehmen, der mir erlaubt, Scheme Printer. Ah, da bräuchte man so einen Debug Print vielleicht noch. Hä? Doch, wir könnten unser Scheme Print aufrufen, wir müssen allerdings einen Output haben, der will einen Output Stream haben. Das können wir aber machen, weil im Main haben wir, glaube ich, haben wir da schon einen Standard Out. Das kommt mir aber spanisch vor. Ich glaube, da stimmt was nicht. Moment mal, ich glaube, unser Scheme Print haben wir das letzte Mal. Ach doch, Pfeilstern. Okay, das passt schon. Der will gar kein Scheme-Objekt. Das ist noch schlecht. Müssen wir nochmal ändern später. Der sollte auch ein Scheme-Objekt haben, genauso wie der Reader, damit wir nachher auf den Pfeil rausprinten können. Aber jetzt für uns, fürs Erste, ist es ganz geschickt, weil jetzt kriege ich damit automatisch ganz einfach eine Debug-Print-Routine. Das heißt, ich mache jetzt hier mal ein Print bevor. Scheme, und da geben wir mal die Expression aus, Expre, und wir geben hier den Standard Out aus. Vielleicht geben wir auch noch aus die Func. Und hier in der Loop geben wir mal die ArgList aus. Und damit wir nachher nicht durcheinander kommen, machen wir noch ein Printf Expre Doppelpunkt davor. Expre. Und dahinter ein printf newline. So, und das gleiche machen wir hier, das gleiche machen wir hier, und dasselbe machen wir hier vorne, allerdings mit func. Und Wegwerfcode, weil den müssen wir gleich wieder wegwerfen, sobald es tut. ArgList, so, und jetzt sehen wir, wie er da langsam durchgeht, und am Schluss haben wir dann die evaluierten Listen, vielleicht machen wir das hier in Scheme Print, das wäre dann unsere
Moment, List of Values müssten wir hier eigentlich printen. List of Values. So, soweit klar. Das da drin haben Sie alle verstanden oder sollen wir da alle Prints reinmachen? Was der hier tut. Das ist eigentlich klar, der baut hier die Liste auf, fertig. So, bauen, starten. Ah, geht schon los. Error, was haben wir? Too few arguments to function, Scheme Eval. Ach, Scheme Eval will natürlich hier das Environment auch noch, ich weiß nicht mehr, als zweites Argument oder als erstes. Als zweites Argument, also das war Scheme Eval, Environment, habe ich vergessen und das war es auch schon. Nochmal. Wieder was, car not found, ich glaube, das habe ich anders genannt, das war hier in dem Header drin. Nee, car und Kutter. Checked car, Kutter. Moment. Das stimmt mich jetzt wunder. Ach, Scheme Error ist nicht definiert, halt. Abbrechen, weg. Scheme Error, Moment, wo haben wir denn das gehabt? Scheme Error, oh, ich glaube, wir hatten da noch was vergessen das letzte Mal. Ich glaube, da waren wir am Schluss vorbeigekommen, dass wir noch eine Error-Routine gebraucht haben. Scheme Error. Wir haben das definiert. Scheme Error, halt mal. Da ist es doch. Ach, Message, oh. Scheme Error mit Objekt, wo haben wir das gehabt? Ach, Referenced from Car. Glaube ich spinne. Headers? Scheme Error O. Ich weiß, woran es liegt. Okay. Oh, da habe ich mich. Haben wir uns vor. Ja, ich habe hier eine Inline-Function definiert, die Scheme Error aufruft, aber Scheme Error ist ein Makro, das erst hier unten definiert wird. Und damit hat er gedacht, ah, das ist eine Function. Das heißt, das muss eigentlich nach hinten. Ich muss diese Inline-Functions eigentlich am besten vielleicht ganz ans Ende runter machen. Hier ganz unten rein. Okay. Mit Makros kann man sich, glaube ich, ganz schön ins Knie schießen. Okay, jetzt funktioniert's. Brauchen wir den Breakpoint noch? Ja. Und machen wir nochmal A, funktioniert noch. Jetzt plus A, B. Ne, machen wir mal plus A1. Machen wir plus 1a. So rum. Da haben wir den einfachen Fall zuerst, das ist nämlich das A, das 1, die 1. Und offensichtlich war der Breakpoint an einer anderen Stelle, da müssen wir nochmal hingehen. Eval und wir machen den Breakpoint hierher und starten einfach nochmal neu. Na, Restart. Stopp. Und go. So. Plus 1a. Also, hier sind wir. Printf Expression. Wir kommen aus dem Eval-List, wie vorher gesagt, sind jetzt hier drin und haben als Expression gekriegt, Step, plus 1a. Klar, das ist die nicht evaluierte, die Original-Expression, so wie wir sie eingegeben haben. Und die Function ist die Procedure plus. Wobei da nichts dahinter steckt, aber zumindest schon da ist. Jetzt sagt er, okay, ArgList ist Check Cutter. Also ist ArgList, das haben wir jetzt nicht ausgedacht, das kommt jetzt gleich. ArgList ist auf jeden Fall nicht Scheme Nil, jetzt printet er das heraus. ArgList ist noch 1 und A. Jetzt ruft er sich rekursiv, jetzt holt er erstmal den K raus aus der Anevalue, also diese 1 letztendlich, holt er raus und ruft sich rekursiv auf Scheme Eval. Steppen wir mal da rein. Ah, das ist was anderes. Na.
Okay, jetzt sind wir da drin gewesen, also in dem Scheme Eval, und wir haben hier die Expression gekriegt, die die 1 repräsentiert, also die 1, und die returnt sich selber. Also steppen wir weiter. Step. Jetzt sind wir hier, haben wir Evaluated Arc. Können wir mal printen. Evaluated Arc. Da müsste jetzt eigentlich ein Tag Integer drin stehen, und das tut es auch. Und schauen wir mal, was das Integer für ein Value hat. Int-Val gleich 1. Also das sieht vernünftig aus, prima. Jetzt erzeugt er ein neues Cons, bestehend aus dem Evaluated Arc und dem Scheme Nil. Da steht man drüber, zack. Das heißt, jetzt haben wir das hier angelegt. Das ist jetzt unser This Cons. Jetzt List of Values ist noch Scheme Nil, Step. Deswegen setzen wir jetzt das List of Values auf dieses erste Ding. Zack. Kommen hier hin, Last Value setzt er auch auf den Discons, zack, setzt die Arglist auf den Cutter, zack, und weiter geht's. Jetzt sind wir wieder hier oben, Arglist ist jetzt der Rest, nur noch dieses A, hier, wo waren wir, da, und jetzt geht's gerade weiter, holt er sich das Unevaluated Arg raus, ruft sich rekursiv auf, da steppen wir mal rein. Und jetzt ist es ein Symbol, ach deswegen, wie hielt er da vorher an, wenn ich jetzt hier weitergehe, jetzt kommt hier getBinding von A, klar, steppen wir weiter, sind wir wieder zurück. Und jetzt haben wir hier Evaluated Arc, printen wir das nochmal, da müsste jetzt drin stehen auch wieder eine Tag Integer und es hat einen Value von 100. Unser A, Sie erinnern sich, haben wir auf 100 gebunden. Funktioniert also prima, steppen wir weiter. Jetzt setzt er den Cutter vom letzten, vom Last Value hier, auf Discons. Steppen wir weiter und setzt den Last Value auf den hier, falls noch was käme. Okay, prima. Setzt Arglist auf den nächsten. Jetzt sind wir am Ende von der Argliste. Jetzt müsste er eigentlich hier rausspringen, tut er, und sagt, List of Values ist jetzt 100. Und was jetzt noch zu tun ist, ist unsere Built-in-Function damit aufrufen. Und die Built-in-Function, die steckt in dem Function-Ding drin, was wir da mitgegeben haben. Hier oben haben wir ja diese func, printen wir die mal, func. Func hat einen Tag built-in-function, und wenn wir da reinschauen, eine built-in-function, das ist das hier, dann hat der als nächstes hier ein Code-Element. Das heißt, da ist die Funktion, die wir aufrufen wollen, drin. Die C-Funktion. Und die rufen wir jetzt auf, jetzt können wir es gerade ändern. Die ganzen Print-Fs brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Plump, machen wir es mal so, vielleicht brauchen wir sie doch nochmal. Vermutlich nicht. Dann schmeißen wir sie voll ganz raus. Aber hier an der Stelle, wo wir bisher den Abort haben, deswegen geht es ja dann nicht weiter, da rufen wir jetzt die Funktion auf, ist ein bisschen eine blöde Syntax. Da muss man jetzt sagen, func-file scheme build in, Moment, hier haben wir es doch noch, brauche ich nicht nochmal eintippen. Build in function, copy, paste. Leider ist meine IDE zu blöd, dass die keine Code Expansion kann. Funk-File Built-in-Function, und dann muss man, glaube ich, sagen, Stern, das Ganze. Und dann kommen die Argumente mit Arglist. Üble Syntax, bin mir manchmal nicht mal richtig sicher, ob es das war, ob das die richtige Syntax ist. Und das wäre unser Return-Wert hier, weil wir rufen dann die Built-in-Function auf, und das wird das Return-Wert von unserem Scheme-Eval-Built-in-Function. Okay, schauen wir mal, ob er es übernimmt. Bauen wir. Ja, da habe ich mir gedacht, dass ich da irgendwo einen Fehler habe. Punkt Code natürlich. Übernehmen. Bauen. Okay, also das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt brauchen wir einen Breakpoint in unserer Built-in-Function, weil da werden wir jetzt gleich landen. Built-in plus. Machen wir da mal einen Breakpoint, und bei Built-in minus machen wir auch einen. Und bei Built-in if vielleicht auch noch. So. Also Restart, machen wir das hier. Brauchen wir die alle? Ja, die brauchen wir. Und los geht's. Plus A1. Da war noch ein Breakpoint drauf, den hat er bloß falsch angezeigt. Hier, den machen wir mal weg. Weiter, weiter, fortfahren. Und hier sind wir. Und was ist unsere Arglist? Arglist müsste ein Cons sein. Ist nicht. Da stimmt was nicht. Tag nil. Das heißt, wir haben ein nil mitgegeben. Moment, da stimmt doch was ganz gewaltig nicht. Arglist ist auch falsch, sondern die Liste, die wir aufgebaut haben, List of Values, hat keiner aufgepasst.
Okay. Weil die Argliste haben wir ja abgeräumt. Die haben wir ja letztendlich sind wir durchgelaufen. Das sind ja die Unevaluierten. Vielleicht sollte ich das auch so nennen. Also die List of Values sind die Values, die wir hier zusammengebaut haben. Und die Arglist war die Original-Arglist. Also gleich nochmal bauen, neu starten. Ja. Und nochmal plus A1. Und jetzt muss aber da was drinstehen. Und zwar haben wir jetzt gekriegt tatsächlich ein Cons, Tag Cons. Was ist der Car? Okay, jetzt müssen wir Arglist File Car, File Scheme Cons.car eingeben. Dann sehen wir, aha, das ist die Integer, wunderbar. Mit dem Value wahrscheinlich die 100 würde ich mal erwarten. Hier kommt sie, da ist die 100 tatsächlich, stimmt. Tag Integer. Und gehen wir mal den Cutter rund. Cutter File Scheme Cons.car. Da kommt die nächste Integer und dann gehen wir da den Cutter weiter, da müssten wir eigentlich beim Nil landen. Also wunderbare Liste mit zwei Elementen haben wir jetzt hier an der Hand. Das heißt, wir müssen jetzt hier eigentlich in dem Plus die Argliste durchgehen, alles aufsummieren, neues Integer bauen. Also Integer Summe ist gleich 0. Und jetzt sagen wir, weil Arglist ungleich Scheme Nil. Da sagen wir, jetzt müssen wir prüfen, ob das auch tatsächlich eine Integer ist. Wir hätten ihm ja vielleicht böserweise einen String mitgeben können, den Plus. Könnten wir ja hier. Das heißt, das Erste, was wir machen, wir holen uns das Ding raus. OBJ Summand, was weiß ich, Arg, ist gleich Arglist, weil, nein, wir müssen erst gucken, ist es ein Cons. Also if, doch, kann man natürlich machen. Die Arglist wissen wir, dass das ein Ding ist. File Scheme cons.car. So, jetzt, if not is integer, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt haben, is scheme integer, muss man vielleicht am besten machen, ist scheme integer von dem A, dann rufen wir unsere Error-Routine auf, scheme error, ist die so, scheme error, und da sagen wir Argument oder was weiß ich, Klammer plus, Argument is not an integer. So, sowas und das war's. Wir werden uns später überlegen, wie wir in Scheme Error vielleicht eine schöne Behandlung machen oder was man dann tut, wenn man da drin landet. Ansonsten, jetzt wissen wir, dass es eine Integer ist, dann können wir quasi Summe plus gleich A-Pfeil Scheme Integer.eval. War das eval? Intval, sorry. Intval. Und außerdem kann ich gleich mal gucken, ob es dieses isSchemeIntegr-Makro schon gibt. isSchemeTrueFalseCons, nein, es gibt es noch nicht, dann machen wir noch eins. isSchemeIntegr. Da sagen wir, der Tag von dem O muss tagIntegr sein. So, das können wir schließen währenddessen. Brauchen wir es nicht mehr. Und jetzt können wir hier weitermachen. Und wenn wir das gemacht haben, sagen wir arglist ist gleich arglist file. Ne, da haben wir ein Makro dafür. Cutter von arglist. Und tatsächlich haben wir für das auch eins. Da haben wir nämlich car von arglist ein Makro definiert. Oder eine Inline-Function, das wäre eh schöner. So, und das war's. Zack. Wenn wir am Ende sind, dann müssen wir aus diesem Sum ein neues Scheme-Integer machen. Das heißt, wir sagen hier return. Ups. Return new scheme integer mit dieser Summe. Okay, übernehmen. Und bauen wieder. Sieht gut aus. Und starten. Na. Brauchen wir die Breakpoints noch? Nö, wir vertrauen dem. Also plus 1, 2, 3. Wow. Plus 100 A. 200, hervorragend. Also addieren kann unser Rechner schon. Machen wir schnell noch das Subtrahieren. Achso, nee, machen wir erst die Fehlerbehandlung. Schauen wir mal, wie er reagiert, wenn ich ihm ein Hello gebe zum Addieren. Dann müsste er eigentlich sagen, Error reported by scheme build in plus argument is not an integer. Prima, das ist ja unsere Fehlerbehandlung. Wobei der jetzt
steht, also ich muss neu starten. Bisher haben wir noch keine gescheite Fehlerbehandlung in dem Scheme Error. Das machen wir vielleicht an der Stelle gleich, weil wenn wir nachher damit spielen, werden wir ständig im Fehler laufen und ich will nicht jedes Mal wieder neu starten. Also was machen wir in C am besten, wenn wir in einem Fehler sind? Das Einfachste ist, wir springen wieder in diesen REPL Loop ganz oben rein. Und dazu machen wir hier, in C gibt es den Z-Jump. Kennen Sie alle den Z-Jump? Wer kennt ihn nicht? Z-Jump, Long-Jump, okay. Z-Jump ist eine Standardroutine, Library-Funktion in der C-Library, die die aktuellen P-Counter und die Register im Grunde genommen irgendwo abspeichert in einem sogenannten Jump-Buffer. Also es ist ein Buffer, das ist eine kleine Struktur, die so groß ist wie die Register, wie die Anzahl Register, die die Maschine haben. Ist also maschinenspezifisch, aber das wird von der Library, das weiß die dann. Also jeder C-Compiler hat für ihn spezifisch dann einen entsprechenden Jump-Buffer. Und in den Jump-Buffer speichert der die aktuellen Register rein. Und dann gibt es einen Long-Jump, der restauriert die Register inklusive Stack wieder, so wie sie vorher im Set-Jump irgendwo abgelegt wurden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in einer Routine bin, also angenommen, ich bin hier oben in meinem Main oder irgendwo in einer Top-Level-Routine und sage hier Set-Jump, Adresse von dem Buffer, dann merkt er sich in dem Buffer, ich habe hier so einen Jump-Buffer, Jump-Buff, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich da einen Underscore brauche oder nicht, ich werde gleich rausfinden, dann kann ich hier arbeiten und kann auch aufrufen, irgendwie rekursiv, beliebig tief runter, neue Funktionen. Und wenn ich hier unten dann irgendwo sage Long-Jump, Adresse von dem Buffer, das heißt, der Buffer muss eigentlich statisch sein, sonst kann der den ja gar nicht sehen, in C, ne, weil ich ja keine solche wie in Lisp jetzt Lambda und sowas habe. Das heißt, das Ding muss eigentlich da draußen sein. Also ich habe hier einen Jump Buff Buff als globale oder als static in einem File. Aber auf jeden Fall, was der dann macht, ist, der restauriert die Register, die da drin sind. Und wenn er sie restauriert, restauriert er auch den Stack Pointer. Das heißt, der Zustand, der da an dem zu dem Zeitpunkt gegolten hat, wird wieder restauriert. Das heißt, er tut so, als käme er wieder aus dem Set-Jump raus. Ja, weil zu dem Zeitpunkt war der Stack-Pointer hier irgendwie, der P-Counter war hier und die Register haben irgendwelche Values gehabt, 1, 2, 3 oder sonst irgendwas. Und die werden alle in dem Jump-Buff abgespeichert mit dem Set-Jump und wenn der da unten einen Long-Jump macht, restauriert er die Register wieder und springt quasi sofort damit da wieder hin, wo der eigentlich auch sich gesichert hat. Das heißt, wir haben den gleichen Zustand. Jetzt hat man nur ein Problem. Woher weiß ich jetzt, wenn ich aus dem Set-Jump rauskomme, ob das jetzt mein originaler, ursprünglicher Aufsatz-Set-Jump war oder ob das ein Long-Jump war? Ja, dazu macht man Folgendes. Dazu liefert der Set-Jump einen Return-Wert zurück. Es gibt also ein Register, das Return-Register. Das wird nicht restauriert, sondern das Return-Register, da liefert der hier 0 zurück, wenn er das erste Mal aufgerufen wird. Und der da unten, der liefert den Wert zurück, den ich hier mitgeben kann. Also Komma 1 zum Beispiel. Ich hoffe, dass das so ist. Ja, ich glaube, so ist es. Das heißt, jetzt sage ich hier oben, if setJump, dann weiß ich, aha, wenn da 0 zurückkommt, dann ist das mein ursprünglicher. Da bin ich quasi von oben reingekommen, das ist mein erster setJump. Dann ist es ein Save von den Registerwerten. Und dann läuft er da durch und der restauriert die Register, muss mir aber irgendwie sagen, das ist jetzt ein Long-Jump-Return, das ist nicht mehr der ursprüngliche, damit ich das unterscheiden kann im Code. Weil wenn er die Register alle 1 zu 1 restauriere würde, dann würde ich da einfach jedes Mal hier wieder neu starten und wüsste nicht, war das jetzt mein erster Initialer oder war es ein Fehler. Und deswegen kann ich hier einen Return-Wert mitgeben, den der dann da rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten mit 1 einen Long-Jump mache, dann komme ich hier oben aus diesem If, dann lande ich hier in diesem If-Zweig. Der räumt den Stack auf, weil der Stack ja eigentlich nichts anderes ist als Memory, was durch den Stackpointer bestimmt ist. Das heißt, der Stackpointer, der wächst ja einfach nach unten. Da sind lauter Frames drauf und der setzt den einfach wieder zurück. Der überschreibt ihn nachher wieder. Das heißt, wenn man ja jetzt eigentlich sowas hat wie C++, wo man zum Beispiel noch irgendeine Finalization machen müsste oder Smalltalk, wo die Pointer eventuell noch irgendwie aufräumen oder wenn da ein File geöffnet wurde, hier war zum Beispiel irgendwo ein fopen, dann wird dieses File nie geschlossen. Da muss man ganz arg aufpassen. Setjump, Longjump ist da nicht so unbedingt. Also für uns ist es vielleicht jetzt okay, vielleicht auch nicht. Wir werden noch sehen, ob das dann immer funktioniert oder ob wir nicht noch eine andere Routine brauchen. Aber jetzt fürs Erste verwenden wir das einmal.
Wenn wir dann unsere eigene Stackverwaltung machen, was gut ist, weil da können wir nämlich dann im Prinzip sowas wie Ensure implementieren, weil wir dann nämlich die Kette in der Hand haben werden, wenn wir die Continuations verwenden. Aber jetzt im Moment für das Erste machen wir mal so. Und dann machen wir Folgendes, wir setzen in unserem REPL am Anfang einen Setjump und in dem Scheme Error machen wir den Long Jump, dann wieder hoch und dann landen wir automatisch wieder im REPL und dann kriegen wir wieder unseren Prompt. Kann er vorher sagen, Error ist aufgetreten, gehe zurück zum REPL und dann können wir wieder weiter arbeiten. Ja? Also, gehen wir zum REPL, das ist hier. Das heißt, wir brauchen hier irgendwo ein, vielleicht müssen wir den global definieren, weil den werden wir von verschiedenen Stellen. Da müssen wir hier sagen, wir haben eine globale Variable, so ähnlich wie die da. Können wir sagen, extern jump buff. Jetzt muss ich aber echt gucken, weil ich das nicht auswendig weiß, wie das Ding heißt. Da gibt es ein User include set jump.h. Das gibt es in jedem C-Compiler. Ach, und der inkludiert Machine set jump. Machine set jump. Tatsächlich auch Geschwindsage für einen Mann. Und da gibt es ein PowerPC, weil natürlich jeder die Register anders definiert. Also da muss ich jetzt hier, gehen wir mal nach PowerPC. Was es zwar nicht ist, aber hier sehen Sie, da Jump Buff kleingeschrieben. Okay. Und der definiert hier TypeDef ein Int-Buffer. Und diese Jump Buff-Länge ist natürlich die Anzahl Register, die Maschine hat. Jede Maschine definiert diese JB-Länge unterschiedlich. Ne? Also beim PowerPC waren es, glaube ich, 16 Register oder sowas. Und die Floating-Point-Register vielleicht auch noch. Also, und beim anderen, gehen wir mal zum i386, da werden es wahrscheinlich weniger sein, weil der ist ja notorisch unterbelegt mit Registern. Der hat die Floating-Point-Register 16 Stück wahrscheinlich und dann A, B, C, D, S, I, D, I, B, P und S, P, also 8 Register plus den P-Counter sind die 9. Weiß nicht, was er da sonst noch hat, irgendwelche Hilfsregister, keine Ahnung. Ach, da steht es, A, X, E, X, die da und dann, ach, die Code-Segment-Register sind auch noch da. Und Flex, Masks, keine Ahnung, irgendwelche. Was weiß ich. Also das geht mich auch nichts an. Jeder Compiler liefert einen Setjump mit. Ich wollte jetzt einfach bloß gucken, wie das heißt, weil ich habe es vergessen. Jumpbuff. Also sage ich hier extern Jumpbuff und das nennen wir mal Error Return. So. Und dann übernehmen wir das. Gehen wir zurück in unser Main. Und hier sagen wir, bevor wir in den REPL reingehen, vielleicht an der Stelle hier, sagen wir if set jump von error return, muss ich möglicherweise eine Adresse mitgeben, dann sage ich hier in case of error return, dann machen wir hier einen schönen printf rein, printf, sagen wir vielleicht back to the future, back in REPL. Und das war's schon. Also das heißt, wir merken uns hier und wenn wir hier rauskommen, wissen wir, dass wir durch einen Error zurückgekommen sind. Ja, das ist ja beim. So, und jetzt brauchen wir nur noch in unserem Scheme Error. Na, Copy. Gehen wir in das Scheme Error. Habe ich es übernommen? Ja. Scheme Errors. Hier. Da haben wir doch unser Scheme Error, bla bla bla. Da habe ich bisher ein Exit drin, was natürlich unschön ist. Das heißt, er beendet das Programm. Da machen wir jetzt einfach so, vielleicht geben wir nochmal auch ein printf raus. fprintf, Standard Error, going back to REPL, Punkt, 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 backslash newline. Und dann sagen wir hier Long Jump Error Return. 1. Na. Zack, weg. Und das machen wir hier unten in dem anderen auch. Wir hatten hier zwei Error-Prints. Eines, das noch ein Objekt printen kann. Da kann man sagen, Bad Object, Doppelpunkt, da kann man OBJ, denn der printet es dann noch. Und das andere, der nur eine Message ausgibt. Haben wir es letztes Mal definiert. So, bauen. Da haben wir natürlich wieder wie üblich einen Fehler. Extern Jumpbuff, woran liegt es? Der Fehler liegt daran, dass ich hier oben nicht gesagt habe, include setjump.h. Setjump übernehmen und nochmal bauen. Und jetzt haben wir hier noch was. Okay. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich kein Adress mehr mitgeben, weil das eh schon ein Vektor ist und in C
brauche ich da keine Adresse übernehmen. Schauen wir mal, ob er jetzt zufrieden ist. Oh nein, was hat er? Error return. Undefined. Ach so, ich habe es nur überall extern definiert. Irgendwo muss es dann auch sein. Das heißt, ich habe vergessen, irgendwo konkret, das machen wir vielleicht auch mit ins Main rein. Das heißt, hier sagen wir ganz oben, da habe ich mich, glaube ich, irgendwie aufgehängt. Okay, jetzt sagen wir hier Jump Buff Error Return, damit es auch irgendwo definiert ist. Und bauen nochmal. Ja, sieht gut aus. Jetzt produzieren wir wieder unseren Error, sagen wir plus Hello 1. Und was sagt er? Going back to REPL, back in REPL und wir sind wieder da, können wir wieder weiterarbeiten. Also ganz angenehm. Haben wir quasi, ja. Theoretisch könnte man natürlich in das Error jetzt noch einen wunderbaren Debugger, wo man irgendwelche Objekte dumpen kann und printen, vielleicht nochmal einen Node-Evaluator rekursiv aufrufen, kann man alles da drin machen, Memory dumpen, Backtraces ausgeben und dann irgendwann mal sagen Exit, dass der eigene Kommandoloop wieder hat, wo man dann sagen kann Exit und dann geht er wieder hoch in den REPL und dann ist man wieder auf dem Top-Level und kann weiterarbeiten. Also so ist normalerweise, sind diese ganzen REPLs implementiert. Und wie gesagt, sobald wir später Finalization oder irgendwelche Ensure implementieren müssen, müssen wir da nochmal dran arbeiten an der EG. Das mit diesem Long Jump, das war jetzt ein bisschen eine quick and dirty Poor Man's Solution. Aber damit können wir jetzt erstmal leben. So, jetzt kommt als nächstes, also wir können jetzt addieren. Sagen wir nochmal Plus. Schauen wir mal, ob auch addieren mit etwas komplexeren Expressions geht, sagen wir mal plus B5, sowas, und wegen mir mit drei Argumenten, plus A, B, A. Ich muss gerade überlegen, was da rauskommen soll. A war 100, B war 200, also das sind mal 400, 605 und nochmal 101. Also schauen wir mal, was da rauskommt. 706, also sieht gut aus, er tut es gescheit. Ist jetzt kein ausgiebiger Test, aber reicht mir jetzt mal. Sie machen dann natürlich wunderbare Tests, Unit-Tests dazu, bitteschön. Also, was nämlich ein Problem sein könnte, erstens mal weiß ich nicht mehr, haben wir eine negative Zahl, haben wir, ja, das geht auch, also plus A minus 1 geht auch, da kommt 99 raus. Wo unser Problem jetzt liegt, das kann ich jetzt hier noch nicht produzieren, aber wir haben ein Überlaufproblem. Also wenn Sie jetzt eine große Zahl eingeben, machen wir das mal im Moment. Sie erinnern sich, wir sind auf 32 Bit, und ich muss mal kurz eine große Zahl ausrechnen. Wo habe ich dann mein Smalltalk? Hier, dann machen wir mal Workspace. Geh weg. Geh weg. So, also 2 raised to 31. Dann sind wir ja schon bei den, 32 müssen wir natürlich machen. 32, dann sind wir bei diesem, das wäre quasi die größte Zahl. Tatsächlich ist das aber schon die größte unsigned Zahl. Also eigentlich muss ich sagen, was hat er denn? Weil irgendwas passiert da im Hintergrund, habe ich den vorher nicht gestoppt. Sorry für diese kurze. Der ist gestoppt. Merkwürdig. Hallo? Stoppen wir mal den da. Vielleicht hat der. Der GDB hat irgendwie. Sieht eigentlich alles gut aus. Oh! It's me! Schauen wir mal, was der da gerade treibt. Der sitzt. Ach, was habe ich da gemacht? Habe ich da eben. Ich habe das aus Versehen eingetippt. Das ist vielleicht unschön. Okay. Der rechnet. Das ist natürlich schlecht. Yes. Okay. Weg damit. Schließen. Da habe ich dann noch einen Rechner. Large Integer, wer rechnet denn da? Stack, Print. Ich habe das doch nirgendwo eingegeben, oder habe ich da jetzt ein...
Ah, oh, das ist dumm. Okay. Da haben wir uns ins Knie geschossen. Da hat jemand einen ganz intelligenten Syntax-Highlighter gemacht. Der will nämlich tatsächlich Syntax-Highlighter. Der evaluiert das, was er macht und guckt, ob da was da dabei rauskommt. Wahrscheinlich will er irgendwelche Typen oder Datentypen oder sowas da rauskriegen. Und das macht natürlich keinen Sinn bei so richtig großen Dingen, die dann lang dauern. Also da sollte er zumindest sagen, ich evaluiere es mal, wenn er es überhaupt evaluieren sollte. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee war. Aber der macht hier nämlich was. Sieht man Syntax-Highlighter. Den wirken wir jetzt nochmal ab. Welcher Prozess ist denn das? Will ich den abwirken? Sagt er mir, welcher das war? Moment. Red. Terminiere. Okay, terminieren wir mal auf die Gefahr hin. Problem with Process, Syntax Highlighting Job. Okay, jetzt ist er auf jeden Fall weg, jetzt ist Ruhe. Also da war irgendjemand zu intelligent und macht zu viel. Der müsste dann sagen, okay, maximal, also erstmal, ich denke, er soll es gar nicht evaluieren, was ich da eintippe, weil ich bin mir nicht sicher, ob das so sicher ist. Aber selbst wenn er es tut, soll er vielleicht sagen, das mache ich höchstens eine Zehntelsekunde, dann gebe ich mal auf, so mit einem Timeout. Also, gut. So, was ich sagen wollte, wir haben ein Überlaufproblem. Also wenn ich hier jetzt irgendwie 4 Milliarden eingebe und nochmal 4 Milliarden, sind es 4 Milliarden gewesen, im Moment, das sind keine 4 Milliarden, das sind 400 Millionen, dann geht es noch, hoffe ich. Ja, scheiße. Achso, den hatte ich angehalten. Dann geht es noch. Wenn ich aber jetzt hier 4 richtig große Zahlen eingebe, 400 Millionen, jetzt müsste bei 4 Milliarden sein, dann sieht man, jetzt haben wir ein Überlaufproblem. Also das ist immer gut, Sie als C- und Java-Programmierer sind das gewöhnt. Ich als Lisp- und als Smalltalk-Programmierer ist das ein Unding. Das geht gar nicht. Also falsches Resultat zurückliefern darf ein Programm nicht. Das ist falsch, das ist schlicht und ergreifend falsch. Er müsste sagen, sorry, ich kann es nicht berechnen vielleicht oder sonst irgendwas, aber einfach stillschweigend was Falsches zurückliefern. Weil wenn ich das jetzt nachher interpretiere als Aktien, die ich kaufen muss, dann verkaufe ich jetzt plötzlich statt kaufen. Was übrigens mal die Stockholmer Börse Anfang des Jahres aufs Kreuz gelegt hat, für 2 Tage genauso ein Fehler. Also nur zu viel dazu. Da hat einer -1 bestellt und dann hat er 4 Milliarden gekriegt. Und dann ist natürlich da irgendwelche Budgets sind da natürlich ein bisschen übergelaufen. Also könnt ihr nachlesen, Stockholmer Börse Anfang des Jahres, googeln. Also das ist das Problem, wenn man so eine Sprache hat, die nicht richtig rechnet und das war halt in Java programmiert, die rechnet auch nicht richtig und dann fällt man so auf die Nase. In Scheme und in Smalltalk und in, ich weiß nicht, wie es in Python, kann man das jemand, ist wahrscheinlich auch richtig, vermute ich. Und also in so vernünftigen, modernen Sprachen, sorry jetzt, kleiner Seitenhieb, sollte man auf sowas achten. Ne? Und zumindest eine Exception raisen, wenn man es nicht kann. Ja, genau. Ja, also das ist auch in Smalltalk so, in Scheme ist es auch immer so. Ich mache das jetzt nicht, weil eine Bignum-Implementierung, also entweder die Anbindung müssen wir jetzt machen, so eine existierende Library da kurz anbinden. Man muss jetzt halt bei allen Operationen gucken, gibt es da einen Überlauf und dann kann natürlich auch sein, dass man Mixed-Mode-Arithmetik hat, das heißt, man kriegt ein A plus B und das A ist schon ein Bignum und das B ist noch eine Smallnum und so weiter und so fort. Das heißt, man muss da alle möglichen Fälle, auch unsere Float-Geschichten, also ich weiß nicht, haben wir Float, der Reader kann es noch nicht, aber angenommen, der könnte jetzt Float, dann hieße das, dass wir hier in unserem Scheme Built-In auch eben gucken müssen, ob das nicht nur eine Integer ist, sondern es kann hier auch eine Float sein oder eine Big Integer oder was immer. Und wenn sich jemand interessehalber die Smalltalk-Implementierung von diesen Arithmetik-Routinen angucken möchte, da sieht er, da sind lauter so Fallunterscheidungen, die sagen, was ich mit wem wie zusammen addieren können muss, damit da was Vernünftiges rauskommt. Es wird noch komplizierter, weil es gibt auch noch Complex-Numbers und es gibt noch Brüche. In allen Schemes, also wenn ihr es richtig machen wollt, da allein steckt schon einiges an Arbeit drin. Ja, wir machen das jetzt nicht, wir machen nur Integers. Was wir noch machen können, ist hier vielleicht einen Overflow erkennen. Also da kann man entweder ein Assembler-Ding reinmachen, also ein ASM-Befehl, Branch on Overflow zum Beispiel, und dann gleich in Scheme Error reinspringen. Oder man kann es auch so ausrechnen, wenn das Vorzeichen der beiden vorher unterschiedlich war. Da gibt es Regeln, können wir nachgoogeln. Also mit Bit-Arithmetik kann man da rauskriegen, ob man Overflow hatte. Das würde ich jedem empfehlen. Ich mache es jetzt hier mal nicht, weil, ja,
weil wir die Zeit gar nicht dazu haben. Aber eine richtige, vernünftige Implementierung sollte das schon tun. So, ich implementiere jetzt mal das Minus noch, da haben wir hier die Differenz. Ach so, eine Geschichte noch, die Frage, wie soll Plus reagieren, wenn es kein Argument kriegt? Da liefert es 0. Wie soll Plus reagieren, wenn es nur 1 kriegt? Da soll es die 10 zurückliefern. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt als nächstes das Bild in Minus, da haben wir eine Differenz auszurechnen. Da müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Also wenn ich ein Minus habe, ohne Argument, was soll dann kommen? Können wir wieder nachgucken, Sie erinnern sich, ich glaube, das Racket liefert dann 0 zurück, oder? Der Standard definiert es nämlich im Scheme, was man da zurückliefert. Ich glaube, Minus erwartet mindestens 1, wenn ich mich recht erinnere. Das Page, das at least one. Page, okay, genau, Arity Mismatch. Und also machen wir das hier auch so. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, dass wir sagen, wenn die Argumentliste gleich nil ist von Anfang an, also if arglist gleich scheme nil, dann machen wir ein scheme error. 1, 2, 3, ups. Und, also ich habe mir angewöhnt, immer geschweifte Klammern zu machen, auch wenn ich es nicht brauche, weil das macht es einfach einfacher, wenn man nachher mal ein printf irgendwo einfügen muss oder sowas. Aber da sagen wir hier at least one argument expected. Ups, also die gar nicht gebraucht, habe ich es ja noch. So, und dann holen wir das erste raus, das heißt wir sagen hier wieder obj arg 1, das können wir jetzt machen, jetzt können wir sagen arg ist gleich char von der argliste, dann prüfen wir wieder, ob es eine integer ist, if not ist scheme integer, dann sagen wir hier scheme error minus böses Argument. Und dann setzen wir unsere diff auf dieses erste. Ach so, wenn jetzt keins mehr kommt, das heißt, ich sage sowas, minus 10, was liefert er dann zurück? Sie erinnern sich, haben wir auch schon ausprobiert, da liefert er dann das Negative zurück. Also wenn man hier sagt minus und dann nur ein Argument bringen, dann kommt minus 10 raus. Das heißt, wir prüfen jetzt hier, wir holen hier das erste raus, setzen uns mal den diff auf den Wert. Diff ist gleich, jetzt habe ich auch schon den Code, arg file scheme integer intball. Und jetzt setzen wir die argliste auf den Cutter. Argliste ist gleich Cutter von argliste. Und wenn sie jetzt leer ist, if argliste gleich nil, dann müssen wir jetzt eine negative Zahl bauen. Das heißt, wir sagen jetzt return new scheme integer von minus diff. Und ansonsten, dann geht es relativ straightforward, dann sagen wir, weil argliste ungleich, dann holen wir das nächste raus und sagen diff minus gleich das nächste Argument und am Schluss kommt es. Das hätte man vielleicht halt zum, da muss auch ein diff stehen. Ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das noch zusammenzufassen, da ein Else drumherum zu machen. Das ist eine Stilfrage, da kann man sich ja drüber streiten. Ich lasse es jetzt mal so. Bauen. Und gleich wieder ein Fehler natürlich, wie immer. 28, was habe ich da falsch gemacht? 28. Arg. Ja. Nehmen. 32. Arglist ist Cutter von Arglist. Was? Arglist. Ach, da fällt ein Semikolon. Okay, und jetzt müsst ihr subtrahieren können. Minus A1, A war 100. Nichts passiert, ja, warum nicht? Ist jemand aufgefallen, was wir vergessen haben? Den Cutter weiterzuschalten. Schluss. Nee, Moment. Halt mal, wir sind ja noch ein Read. Das kann nicht sein. Ah, unser Reader hat noch ein Problem, so wie es scheint. Read last, rest, peak character. Was haben wir denn bisher gelesen? Moment. Wir haben gelesen first,
Tag Symbol minus und dann haben wir rekursiv, sind wir rein. Rest, was hat er hier als First gelesen? Da kommt ein Integer, das sieht gut aus, dann gehen wir nochmal eins weiter, dann müsste eigentlich jetzt hier, das stimmt nicht ganz. Starten wir nochmal neu. Machen wir es nochmal mit Plus. Plus A1, das funktioniert. Minus A1 funktioniert auch, aber minus A1. Was war das jetzt vorher für ein Hänger? Kann es sein, dass ich irgendwie noch blöd gehangen bin? Das kann sein. Okay, also das Minus funktioniert auch. Minus A1 und dann machen wir nochmal Plus A1 und dann kommt minus 2 raus. Ist das richtig? A minus 1 ist 99 und dann subtrahiere ich nochmal 101 minus 2. Sieht gut aus. So, also nach diesem Ding gehen jetzt die ganzen Built-in-Funktionen und was wir brauchen war Plus, Minus, das ist Minimum. Natürlich kommt eine Multiplikation, Division und so weiter, das geht straightforward in analog. Da halte ich mich jetzt mal noch nicht mit auf. Was ich jetzt noch mache, ist der Const, den Char, den Kutter und den Equal. Sie erinnern sich, Equal, Pointer-Gleichheit. Also die hauen wir jetzt kurz runter. Dazu müssen wir sie erst hier unten müssen wir sie definieren. Das heißt, da sagen wir, wir brauchen einen Const, wir brauchen einen Char, wir brauchen einen Kutter und das wird das Built-in-Const werden. Machen wir da mal eine Leerzeile zwischen, damit wir nachher alle arithmetischen oben haben und alle anderen unten. Car und Kutter. Und die definieren wir kurz da oben. Da mache ich Copy-Paste. Und machen wir es erstmal quasi leer. Wo waren wir? Da sind wir. Cons. Dann den Car und den Kutter. Geht dann wie das Brezelbacken. Car und Kutter. Immer wieder das Gleiche. Vielleicht können wir es auch automatisieren, irgendwie mit einem Generator. Und das Equal brauchen wir noch. Und ich schreibe hier Equal P für Prädikat. Das entspricht dem Fragezeichen. Das kann ich jetzt hier in C nicht reinschreiben. Aber es kommt manchmal vor, dass man Funktionen hat, die es in beiden, die es mit Fragezeichen und ohne gibt. Und damit wir die hier innen eine Logik haben, die dem entspricht, schreibe ich überall statt Fragezeichen P für Prädikat. Also Equal Prädikat. Und definieren muss ich das natürlich hier als EQP, aber hier hinten EQ Fragezeichen. So, machen wir die mal. Und jetzt sieht man schon, dass es eigentlich immer wieder das Gleiche sein wird, vor allem, wenn wir ein Problem haben. Wir müssen eigentlich hier jetzt immer prüfen, hat das Ding zwei Argumente, nicht mehr, nicht weniger, hat das Ding ein Argument, nicht mehr, nicht weniger. Es wäre vielleicht schön, wenn man bei dem Define Function schon mit angeben könnte, wie viele Argumente man erwartet. Also, dass man hier noch ein Argument 2 mitmacht, dass man das in dem Built-in Function Object mit vermerkt und das vorher der Eval schon prüft. Dann hätten wir es nämlich bloß an einer Stelle und nicht an 15 Stellen. Ja. Also machen wir das vielleicht, define Syntax und der erwartet drei Argumente, Bedingung, if-Teil, else-Teil, der Plus, und da müssen wir uns jetzt was überlegen, 0 geht nicht, das hieße gar kein Argument, machen wir minus 1 soll bedeuten beliebig viele. Irgendwie müssen wir das markieren können. Wir könnten natürlich auch noch einen Zusatzfleck oder sonst irgendwas machen. Aber ich mache es jetzt mal mit minus 1. Der Cons wird 2 erwarten, der Car wird 1 erwarten, der Kutter wird 1 erwarten und der Equal wird 2 erwarten. Dann haben wir der Define Function und Define Syntax. Das ist, kriegt hier ein int n-args und der andere auch. Int n-args, das müssen wir mit durchreichen. Das reichen wir durch bis zum new Function. Da kommt das n-args auch noch mit. Und hier bei new build in Syntax kommt es mit. Dann muss ich das übernehmen. Dann muss ich in unsere Speicherallokierungsroutinen wieder reingehen. Das war das Scheme Memory hier. Da gibt es new build in Function. Der kriegt jetzt noch ein int n-args und der da unten new build in Syntax kriegt es auch int n-args und das reichen wir gerade dem weiter, den new build in Syntax or Function, der kriegt auch das n-args mit, halt, mit kleinem r und der kriegt das n-args mit. Solche Sachen, die spart man sich natürlich, wenn ich das zu Hause mache und dann nicht hier, aber gut. Komma int n-args.
Und dann schreiben wir hier noch numargs, irgendwie sowas. Halt built-in function. Punkt numargs ist gleich nargs. Nargs, ja. Okay, und dann muss ich jetzt sogar noch mal in das Header-File reingehen, weil da brauchen wir jetzt noch ein Feld. Und zwar in der Struktur built-in Syntax. Halt. Ja, da muss ich mal built-in Syntax. Na, der hat sich irgendwie aufgehängt. Da war es built-in Syntax. Wo waren wir? User-defined built-in Function. Da gibt es jetzt noch ein Feld integer numargs. Und hier auch. Muss ich gerade mal schauen. Ehrlich. Ach so, hast du... Eigentlich gibt es da keinen Grund dafür, würde ich sagen. Also fällt mir jetzt keiner ein, vielleicht das nächste Mal. Vielleicht googelt mal einer danach. Mir fällt jetzt eigentlich auf die Schnelle nicht, würde Sinn machen. Auch bei größerer Relation. Wollen wir mal schauen, ob das vielleicht sogar geht. Halt mal, das müsste ich dann so machen, 2, 1, minus oder 0. Der kann es nämlich. Und so rum auch, 1, 2, 3 und jetzt machen wir da mal wieder einen kleineren rein, dann müsste false sagen. Also der kann es, bloß der equal nicht. Vielleicht kann es der? Oder kann es der auch nicht? Der kann es. Bloß der equal, der EQ-Fragezeichen kann es nicht, aber der hier ist intelligenter. Vielleicht ist es auch schon ein Makro. Ist eine Prozedur, also insofern, ja. Fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Vielleicht haben sie ja gedacht, das EQ ist, Equal-Fragezeichen ist einfach so elementar primitiv und man kann die anderen dann darauf aufbauen oder so. Also für sich macht es auch Sinn, wenn man sagt, was ist das Minimum und das implementiere ich und alles andere implementiere ich dann mit Scheme obendrauf. Weil sobald man mal das Basissystem getestet hat und weiß, das funktioniert, kann man da eigentlich wunderbar dann weitermachen und auf der Scheme-Ebene ist es einfacher zu definieren nachher. Speziell, wenn wir nachher die Garbage Collection und die ganzen Pointer-Geschichten beachten müssen. Dass man immer alles referenziert hält und so weiter, das wird dann schon ziemlich komplex, werden Sie sehen. Okay, also mir fällt nichts ein. Lange Rede, kurzer Sinn. So, jetzt machen wir Cons, das heißt, jetzt hätten wir hier, ja, unser Eval muss das jetzt überprüfen, das heißt, hier haben wir den Eval, und zwar der hier, die User-Defined Function auflöst, das war ja der hier, und der kriegt jetzt hier vielleicht noch mit ein int argCount. Die Frage ist, soll er sie alle durchevaluieren, wenn er schon merkt mittendrin, dass es zu viel werden? Oder soll er voll zu Ende, bis zu Ende weitermachen und erst am Schluss prüfen? Das kann man sich jetzt überlegen. Macht es Sinn, wenn ich jetzt hier, also eine Expression, angenommen ich hätte jetzt hier cons und ich habe hier eine Expression und noch eine dritte. Soll jetzt der Eval an der Stelle aufhören, wenn er sagt, da darf eigentlich nichts mehr kommen, oder soll er es noch durchevaluieren? Weil das könnte ja Seiteneffekte haben. Also das ist eine Entscheidung. Ich würde jetzt mal dazu tendieren zu sagen, lass uns erstmal alles durchevaluieren und hinterher prüfen. Das heißt, wir zählen die Argumente hier mit, ist gleich 0. Und für jedes Argument, das wir da hinten machen, da setzen wir den argCount hoch um 1, argCount plus. Und dann am Schluss prüfen wir es. Das heißt, jetzt sagen wir, weil das eigentlich dem entspricht, was man erwartet. Die Funktion prüft, wie viele Argumente sie gekriegt hat. Das heißt, wir haben erstmal schon alle evaluiert. Ja, also wenn wir es in der Funktion geprüft hätten, hätten wir ja auch schon alle evaluiert. Jetzt prüfen wir es hier. Also macht es schon Sinn, dass wir jetzt erstmal alle durchevaluiert haben und dann erst prüfen. Also jetzt sagen wir if func-file-scheme-built-in-function.numargs ungleich minus 1. Minus 1 heißt ja Variable. Vielleicht definieren wir da eine Konstante dafür, das wäre sowas wie varargs oder sowas. Naja, machen wir nachher. Für diese Plus-Minus haben wir ja diese beliebigen gesagt. Also wenn sie nicht beliebig ist, dann müssen sie gleich sein. Das heißt, if func-file-num-args ungleich argCount, dann sagen wir jetzt ein Scheme-Error. Und jetzt bräuchte man eigentlich den Namen der Funktion, den hätten wir schon, die ist nämlich da drin, Fangpfeilname, das heißt wir könnten jetzt, aber ist egal, Scheme
Error, Argument Count Mismatch. Schön wäre es, man hätte jetzt noch einen Scheme Error, den man einen String mitgeben kann. Ach, machen wir es anders. Wir haben ja einen Scheme Error, mit dem man ein Objekt mitgeben kann. In Doppelpunkt und dann kann ich hier nämlich die Func mitgeben. So. Okay, übernehmen. Schauen wir mal, ob das tut. Bauen. Immer gleich testen. Passing Arg, was? Wieso kommt denn das jetzt schon wieder rein? Ich dachte, das hätte ich vorher weggemacht. Bin hier ein bisschen. Habe ich jetzt irgendwo ein Undo vielleicht aus Versehen mal gemacht? Was das kaputt gemacht. Ah, okay. Das ist klar. Das heißt, ich muss jetzt hier in meinen Funktionsprototypes, da habe ich doch im Header Functions und da muss ich jetzt natürlich schon definieren, dass das Ding hier hinten noch ein Int kriegt und das auch ein Int kriegt. Übernehmen und wieder bauen. Das sieht gut aus. Okay, jetzt machen wir mit falscher Argument Count. Das können wir nämlich schon machen. Also ich kann Cons mit 1, 2, 3 aufrufen und dann müsste er sagen, das war wohl irgendwie, was ist da passiert? Back to REPL. Nothing more expected after Punkt. Das ist aber eine ganz andere Geschichte hier. Ich glaube, der hat nur irgendeinen Input gehabt. 1, 2, 3, ja, also nochmal Cons, 1, 2, 3. Wenn ich den abwirke, passiert es manchmal so, dass ich noch Input, ja. Argument Count Mismatch in Prozedur Cons, das ist doch nett, so gefällt mir das gut. Und wenn ich sage Car von 1, 2, sagt er auch Argument Mismatch Count in Prozedur Car. Back to REPL. Okay, dann können wir es jetzt implementieren, dann brauchen wir nämlich nirgendwo die Argument Counts überprüfen mehr unten. Da wissen wir auch schon, dass wir zwei haben, das heißt, wir können da auch schon durch die Liste unten durchgehen. Stoppen wir das mal und gehen wieder rein. Also speziell hier zum Beispiel bei Built-in, also nicht bei den mit Variablen. Ne? Plus und Minus haben wir ja definiert mit Variableanzahl Argumente, da müssen wir dann schon testen. Aber hier beim Cons kann ich jetzt gleich sagen, OBJ A ist gleich arglist file scheme-cons.car und B gleich arglist-file-scheme-cons.car-file, car von arglist. Und das ist der car vom Kutter von arglist. Okay, und dann wollen wir return new scheme-cons von A und B machen. Wunderbar, dann haben wir den. Dann nennen wir das mal A1, Arg1, Argument 1, Argument 2, A1, Argument 2, weil dann kann ich das hier einfach copy. Das ist nämlich im Car. Da hole ich mir das Argument von der Evaluierten raus und was muss ich returnen? Return den Car von dem Ding, von dem Argument, das ich mitgekriegt habe. Dann kommt der Kutter, da hole ich mir auch das Argument raus, copy. Wenn ich jetzt genau bedenke, ist A1 immer noch hässlich, ich nenne es Arg1. So, und noch einer. Und das, Arg, das andere wird Arg 2. Arg 2. Und das habe ich, glaube ich, einmal verwendet bisher. Ja. So, dann haben wir hier, also hier hole ich mir das Argument raus und dann möchte ich hier den Kutter von dem Argument mitliefern. Und dann haben wir noch das letzte. Das kopiere ich mal wieder her. Unseren Equal. So, der holt zwei Argumente raus und dann sagt er Return. Arg 1 gleich gleich Arg 2, wenn ja, if true, als Smalltalker, if true, wenn ja, dann liefere ich das Scheme true zurück, wenn nein, dann das Scheme false zurück. Okay, so, also das wären jetzt die ganzen Built-in-Functions, die gehen nachher eigentlich alle wie es Brezel backen, eins nach dem anderen, machen wir noch die write. Built-in-Display, dann können wir printen, da sagen wir hier Arg, nehmen wir mal an, wir hätten bloß eins, oder sollen wir das Display gleich so machen, dass es mehrere kann? Lassen wir mal mit einem, das macht es erstmal einfacher. Dann holen wir es raus und dann rufen wir auf, dann rufen wir den Scheme Print auf von dem Objekt Arg1 mit Standard Out und dann returnen wir hier ein Scheme Void.
Das muss ich vielleicht nochmal definieren da unten. Haben wir Scheme Void überhaupt schon? Bauen wir mal, muss man. Scheme Void undeclared, okay, haben wir noch nicht. Das machen wir ganz kurz. Das heißt, wir haben hier zunächst mal einen Header, da müssen wir wieder diese globale Variable definieren, ähnlich wie Scheme True. Das habe ich doch hier unten auch irgendwo. Da können wir noch gleich Scheme Void machen. Void. Und dann machen wir hier unten, ja, wir haben es noch nicht gehabt, okay. Dann haben wir hier ein Void, übernehmen. Dann brauchen wir es in, wo haben wir denn das überall verwendet? Moment, suchen. Alle Verwendungen von Scheme True. Und, na? Ah, der kann das jetzt nicht. Der C-Scope, okay. Das ist wieder peinlich. Ausschneiden. Was ist da jetzt wieder passiert? Wo hängt er? Continue. Oh, X war falsch. Scheiße. Ah, ist nicht schlimm. X war der falsche. Continue wollte ich machen. Jetzt muss ich es halt nochmal schnell neu starten. Moment. My Workspace. Wo ist er? GDB. Load Packaged. GDB. GDB Open. Und weil ich habe mir mein GDB selber gemacht, also zumindest die grafische Oberfläche dazu, weil mir die anderen alle nicht gefallen haben. Natürlich in Smalltalk, keine Werbung nebenbei. Zuletzt verwendet das hier, okay. So, und warum hat das mit dem Suchen nicht funktioniert? Weil ich da dieses C-Scope aufrufe und das habe ich irgendwie nicht drin. Insofern, das war es blöd. Also, jetzt nochmal zurück zum Source. Wo waren wir? Bei Built-In. Da wollte ich, achso, meine Fonts stimmen wieder nicht. Machen wir nochmal zu. Das hätte ich vorher aussichern sollen. Fensterstil. Auswahl. Na. Und zwar den 15er. Jetzt sichere ich aber, damit ich es nächstes Mal habe. So, nochmal, das letzte Hilfsmittel war GDB. Open und da waren wir, da sind wir wieder okay. Unten rechts ist wieder Platz. Bisschen kleiner noch. Okay, so. Gut. Also ich war im Scheme Built-In. Ich wollte erst das Display noch machen. Das Display hier. Copy. Und das machen wir hier unten auch noch rein. Das kriegt ein Argument. Define Function, das Display, das nennen wir Display und kriegt ein Argument vorläufig. Später vielleicht zwei, dass man mal doch einen File-Descriptor oder ein File-Stream-Objekt mitgeben kann. Übernehmen. So, und das Display haben wir auch schon gehabt. Jetzt bauen wir es nochmal. Bauen. Ja, da fehlt noch. Ach, Scheme Void waren wir auch noch dran, genau. Das heißt, ich brauche im Scheme Main habe ich ja diese Built-in-Objekte. Das heißt, hier muss ich es erstmal definieren, damit es auch nicht überall extern ist, damit es irgendwo auch konkret ist. Void. Und dann legt er hier als Singleton einfach ein Void an. Und es kriegt auch ein Tag, Tag Void. Übernehmen. Das Tag Void habe ich noch gar nicht definiert, das machen wir ganz kurz. Tag Nil, Tag EOF, einfach da dazwischen, Tag Void. Void, übernehmen, das passt auch, jetzt können wir es nochmal bauen. Okay, der Reader, okay, jetzt können wir schauen, Display 1, ups, cannot print, ja klar, der Print weiß noch nicht, wie er Void printet. Und das machen wir auch noch ganz kurz, der Printer kriegt am Schluss hier hinten ein, und die Tags haben sich jetzt verschoben, vorher war Environment 18, wenn ihr euch erinnert, aber jetzt, dadurch, dass ich alles eingefügt habe in der Mitte, haben sich die ganzen Nummern nach hinten verschoben. Die Frage, wie wir Void printen, vielleicht als Void übernehmen. Das heißt, bauen. Jetzt nochmal. Display, die 1. Und jetzt kommt die 1 vom Display. Der hat sie ausgegeben, aber der muss ja noch einen Return-Wert zurückbringen, den der REPL wiederum ausgibt. Deswegen kommt zuerst die 1 vom Display und dahinterher kommt das Void vom REPL. Und den REPL, den ändern wir so, dass wenn der ein Void kriegt, dass es der REPL ignoriert. Das soll, dann haben wir das Verhalten vom Normalen. Das heißt, wir gehen einfach in das Main wieder rein, in unseren REPL hier unten und sagen, wenn der Value, den wir hier zurückkriegen, void ist, also if v ungleich
Scheme Void. Dann printen wir es. Ansonsten printen wir es nicht. Das Newline machen wir vielleicht. Mal schauen. Okay. Und übersetzen. Neu starten. Und jetzt passiert nämlich das schöne Verhalten, dass ich zum Beispiel sagen kann, Display Hello World. Und dass dieses dumme Void hinten nicht mehr kommt. Das ist der ganze Trick dabei, dass man, und das ist auch der einzige Sinn, wozu es das Void gibt, damit der Rebel weiß, wann er nichts printen soll. Und die einzigen, die Voids zurückliefern, sind eigentlich der Define und die Print-Dinger. So. Das ist einfach, damit es hier nett aussieht. So, und jetzt kann ich nämlich sagen, na, ich kann noch keine User-Defined Functions machen, aber ich kann prüfen, ob equal 123123, da muss true kommen. Upsa! Warum denn nicht? Ah, equal, klar. Sind ja, aber ich kann sagen, equal hash false, das müsste gehen. Missing key F. Aber kann das unser Reader noch nicht? Oh, der Reader kann das noch nicht. Ja, aber wir haben doch ein, haben wir die auch nicht definiert? Ja, dann müssen wir die einfach definieren. Wir lassen es den Reader lesen. Und wir definieren einfach ein paar Symbole hier oben mit rein. Das heißt, in unserem initialen Environment, da binden wir das Scheme-Symbol hashf mit scheme-false. Das hat einen gewissen Charme. Da kann man nämlich sogar das false of true definieren, wenn man das mal möchte. Was vielleicht nicht unbedingt. So. Und dann machen wir, was brauchen wir denn noch? Brauchen wir auch noch ein nil? Okay, machen wir noch ein nil rein. Scheme nil. Und übernehmen und bauen das. Weil jetzt können wir eigentlich schon den ganzen Scheme-Mechanismus dafür nutzen, dass wir hier jetzt sagen hashf und jetzt funktioniert das. Jetzt können wir auch sagen equal hashf, da kommt true. Dann haben wir equal hashf, da muss false kommen. Okay, wunderbar. Was habe ich noch? Nil. Nil müsste sich printen als der da, klar, weil der Print weiß nichts davon. Das ist klar, da kommt so equal Fragezeichen hash true nil. Kommt auch false. Also wir sehen, durch unsere Arithmetik ist 12 nicht gleich 12, weil es nämlich nicht identische Objekte sind, die haben bloß den gleichen Value. Und das liegt daran, dass wir eben für jede Zahl im Prinzip wieder was Neues allokieren und die sind dann nie gleich, weil die immer auf Tag-Int mit dem gleichen Eval, aber verschiedene Pointers sind. Das ist ein sehr guter Trick, das machen auch oder haben auch viele Lisps gemacht. Genau, die haben einfach gesagt, die ersten 4000, die allokieren wir fix. Und wenn die Summe beim Ding, beim Rechner rauskommt, unterhalb 4000 ist, dann hole ich da einen Pointer raus und dann liefere ich eine von diesen konstanten Objekten. Das spart erstmal viel Allocations und Garbage Collections hinterher und so weiter. Und das ist ein nice Trick. Aber warum gerade 4000, warum nicht 16? Da kommt der Nächste her und sagt, oh, ich rechne viel mit 5000 rum, ich bräuchte eigentlich vielleicht ein paar mehr. Und so, da gibt es einen guten Trick und das ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, da reinzugehen, kurz, weil wir haben eh bloß noch 10 Minuten und da fangen jetzt nichts Großes mehr an. Ich könnte die Syntax auch noch machen in 10 Minuten, also das if. Ja, dann mache ich das nächste Mal. Also ich wollte auf die Tags eingehen. Nein, ich erzähle es jetzt. Okay, ganz kurz noch. Und zwar folgender Trick, geht nämlich, weil wir eigentlich gerade im Thema sind, mit diesem Vorallokieren. Also wie gesagt, das mit den 4000, vielleicht bei minus 4000 bis plus 4000 oder sowas, das haben viele Schemes auch gemacht und machen, glaube ich, vielleicht heute auch der ein oder andere. Aber es gibt noch einen anderen Trick, und zwar, wenn ich mir nämlich angucke, was ich vom Malloc kriege, wenn wir uns die ganzen Adressen angucken, die da so drin liegen, schauen wir mal, halten wir es mal kurz an und gucken mal ganz kurz in vielleicht im Scheme Main. Was gibt es denn da oben? Da hat es doch ein Scheme Nil. Schauen wir mal, was das für eins ist. Da sieht man Hex 90. Schauen wir mal, was das True war. Das war A0. Und das False, das war B0. Also interessanterweise haben die hinten alle Nullen, komischerweise. Woran liegt das? Das liegt daran, dass mir das Malloc immer Pointer zurückgibt auf Datenbereiche, die 4 Byte aligniert sind. Sogar 8 Byte bei der Maschine. Aber im Normalfall ist es entweder 4 oder 8 oder sogar 16. Und zwar liegt es daran, weil viele Maschinen eigentlich es nicht mögen, oder sogar nicht erlauben, dass ich zum Beispiel eine Double, die ja 8 Bytes lang ist, an irgendeine unalignierte Adresse lege, sondern der möchte, dass ein Double nur gespeichert wird an ein Vielfaches von 8, zum Beispiel hier 16, 24, also sogar doppelt
Doppellangworte, wenn man so will. Ne? Oder wenn es noch weitergeht, wenn ich jetzt so eine schnelle Recheneinheit habe, wie diese Vector-Unit, die MMX-Befehle, die ganze 128 Bytes auf einmal dann rauslesen können und das da drin dann gleich 4 oder 8 Floats drin halten, also so Vektorbefehle haben, die müssen manchmal sogar noch strenger aligniert sein. Das heißt, der Malloc weiß das aber im Voraus nicht, was ich da nachher reinspeichern will in den Speicherbereich. Das heißt, er gibt mir letztendlich immer Speicherbereiche, wo ich nachher ein Double reinspeichern kann, auch wenn ich das nachher nicht tue. Und das macht er dadurch, wenn ich 15 Bytes will, dann aligniert er hier, dann sagt er, okay, da gibt es halt einen kleinen Verschnitt und der nächste, den ich vom Malloc kriege, der ist dann wieder auf einer vollen 8er Grenze. Oder wenn ich 6 Bytes will, allokiert er tatsächlich 8 und nimmt die 2 Verschnitte in Kauf. Das heißt, ich kriege vom Malloc eigentlich immer Adressen, immer Speicherbereiche, deren Adresse hier hinten ein paar Nullbits hat, weil wenn ich mir jetzt anschaue, wie sieht 08, 16, 24 und so weiter adressmäßig aus, dann sind es immer hier, wenn ich auf einer 32-Bit-Maschine bin, sind es immer Adressen, die hier unten zumindest 2 Nullen, wenn nicht sogar 3 Nullen haben. Ja? Jetzt könnte ich mir zum Beispiel sagen, wenn ich sowieso nie eine Adresse kriege, die hier hinten eine 1 hat, mache ich folgenden Trick. Ich sage, wenn ich eine Integer kodieren will, dann mache ich da hinten eine 1 rein und tue hier 31-Bit-Value von dem Integer. Also ich kann keine 32-Bit, aber ich kann 31-Bit noch, weil das eine Bit geht mir weg. Und alle Pointer im System, also wenn ich irgendwo einen Pointer habe auf einen Cons oder auf einen Symbol oder sowas, die haben ja hier hinten Nullen. Und dann kann ich meinen Make New Integer mache ich einfach so, dass ich den Integer-Value, den ich habe, um ein Bit nach links schiebe und eine 1 reinknipse und das dann so intern im System verwalte. Und das Is-Integer, da gucke ich einfach auf das untere Bit und die ganzen anderen Makros muss ich auch ändern, also Is-Cons muss erstmal nach dem Bit gucken und dann nochmal zusätzlich hinten rein. Das nennt man Tagged-Architektur. Also Tag haben wir ja schon kennengelernt, aber das sind sogar Tagged-Pointers im Grunde genommen. Nö, weil die Pointer sind hier immer noch gut. Die Integer sind alle mal 2 plus 1. Also wenn ich aus einer 1 wird eine 3, aus einer 4 wird eine 9 und so weiter. Einfach ein Bitshift nach links. Ja. Und das hat einen Vorteil, wir können nicht mehr 32 Bit, wir können nur noch 31 Bit. Das heißt, wir müssen früher auf die Bignum-Repräsentation umsteigen, als wir so müssten. Aber das nehmen wir mal in Kauf, weil ich würde mal sagen, 99,99% der Fälle kommen wir auch mit 31-Bit aus. Bei der 64-Bit-Architektur, was ich hier habe, ist es noch entschärfter, weil da kann ich richtig große Zahlen eigentlich rechnen, ohne dass ich da ein Problem komme. Und so machen es eigentlich alle Smalltalks und Lisps. Tatsächlich, manche sogar gehen sogar noch weiter und sagen, ach, wenn ich hier eine 1 hinten habe, dann ist eine Integer, aber ich könnte ja zum Beispiel immer noch sagen, ja, wie wäre es denn mit 0,1, weil das kommt auch nicht vor. Und da kann ich jetzt auch nochmal was reintun. Da kann ich zum Beispiel entweder sagen, Characters machen auch Sinn. Also wenn ich aus einem String einen Charakter raushole, einen Einzelcharakter, dann muss ich den ja auch irgendwie als Objekt weiterleiten. Gut, in C macht man das als Zahl, aber in einer vernünftigen Sprache hat man auch einen Charaktertyp, wo man dann wieder sagt, bist du ein Charakter oder was bist du ein Uppercase-Charakter oder sowas, in Smalltalk zum Beispiel oder in Lisp auch. Und da kann man zum Beispiel sagen, okay, jetzt kann ich hier den Unicode-Wert. Natürlich auch nicht alle 32, die theoretisch möglich sind, aber man kommt damit schon relativ weit mit 30-Bit Unicode. Also, oder man kann zum Beispiel eine kleine Float da rein verstecken bei 64-Bit. Oder ich kann eine Float so rein verstecken, dass ich von der Mantisse ein paar Bits wegnehme oder vom Exponent und dann sage, ich kann da noch verschiedene Typen. Man muss allerdings, es hat einen Vorteil und einen Nachteil, also je mehr man da reinsteckt, je komplizierter das wird, desto teurer werden diese Makros und diese Überprüfung, ob jetzt etwas ein Cons ist oder etwas anderes ist. Ne? Und das heißt, es kann zur Laufzeit und nachher wieder mehr Prüfungen kommen. Da muss man irgendwie so einen Ausgleich finden, wo es Sinn macht und wo es nicht mehr Sinn macht. Zu viel sollte man da nicht reinstecken. Ja, jetzt aber bei Mathematik können wir jetzt mal, da gibt es übrigens noch einen anderen Trick, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Man kann das auch umdrehen, dann ist es noch effizienter, aber dann wird es nicht mehr debugbar. Also umgedreht hieße, man nimmt das 0-Bit und macht hier ein 1-Bit. Ja, jetzt werdet ihr sagen, ja, aber dann sind die Pointer nicht mehr richtig. Die sind auch nicht mehr richtig, man muss immer vor dem Zugriff 1 abziehen dann. Das heißt, wir müssen unsere Car- und Cutter-Inline-Functions dann so umdrehen, dass die vorher casten auf einen Integer oder auf einen Character-Pointer, eins subtrahieren, wieder zurückcasten und dann drauf zugreifen.
Von der Maschine her macht es fast nichts aus. Also die Maschine hat E-Befehle, die mit Offset arbeiten. Der Offset, den der Compiler generiert, der optimiert sich nachher wieder raus. Das heißt, wenn ich da nach Pointer, wenn ich normalerweise Pointer-Pfeil-Car zugreife, dann erzeugt der einen Befehl, also zum Beispiel, nehmen wir an, er hätte den Pointer im Register DI, dann erzeugt er einen Move 4, also 0,4 bei 32-Bit-Maschinen, 4 von DI oder EDI irgendwo hin, als Beispiel. Und wenn ich jetzt aber das vorher caste, also wenn ich jetzt einen Code schreibe, der 1 abzieht, dann entsteht dann nachher ein 3-EDI. Das heißt, maschinenbefehlsmäßig wäre es das Gleiche, könnte man machen, aber debuggen wird die Hölle. Aber es gibt Systeme, die das auch noch so machen, und da wird es addieren, dann braucht man sich gar nicht mehr drum kümmern. Beim Multiplizieren muss man es nachher wieder durch 2 dividieren, weil man ja dann im A mal 2 plus B mal 2, dann hat man es mal 4, genau, muss man hinterher wieder nach rechts shiften. Also wir machen es jetzt so, dass wir sagen, wir nehmen das 1er-Tag für Integers und das 0er-Tag für die hier, einfach damit wir es im Debugger leicht haben, und beim Addieren müssen wir halt nachher 1 wieder weg abziehen und beim Multiplizieren müssen wir im Prinzip 2 wieder abziehen. Wenn wir ja und nochmal dividieren. Also, ich zeige es mal ganz kurz. Ansatzweise, wir sind schon kurz vor dem Ende. Wir können auch ein paar Minuten überziehen, wenn es wegen mir schon. Halt mal, safe, yes. Das heißt, wir definieren jetzt Folgendes. Wir sagen jetzt hier oben, wir machen einen neuen Typ, Small Integer. Und ich definiere die Tags auch. Ich definiere das gleich hier oben, damit es nachher das gleiche Tag ergibt wie. Ich mache hier noch ein Small Integer rein und sage dem, dass das 1 ist und mache hier vielleicht Tag Unused, weil das wird unsere 0. Und der verschiebt sich dann, das wird dann wahrscheinlich 2 und das wird 3 und so weiter. Vorläufig mal Unused. Und dann sagen wir hier unten, wo machen wir das hier oben? Gleich hier vielleicht, ganz am Anfang. Da machen wir hier einen Define. Könnte man auch als Inline-Function, ist small integer von O. Jetzt müssen wir es leider casten, weil eigentlich ist es ja ein Objektpointer aus Sicht vom C, aber wir müssen das erstmal casten auf ein Int, und genau dazu haben wir den Int gebraucht, der so groß ist wie ein Pointer. Wir casten es also auf Int, das O, und da machen wir Klammern drumherum, falls das ohne Expression ist, damit unser Makro nachher von der Präzedenz passt. Da muss man aufpassen, wenn man Makros macht, immer Klammern drumherum um die Dinger hier drin, weil das könnte ja A plus B mal 5 sein und sowas. Und wenn ich jetzt hier sowas mache und sage hier und 1, dann könnte das nachher nicht mehr passen mit der Präzedenz. Dann könnte der ganz merkwürdige Expressions daraus generieren, weil der ist ja ziemlich dumm, der Makroexpandierer. Der setzt ja bloß den Text ein, ohne dass er weiß, ob das jetzt eine Expression ist oder nicht. Und vielleicht definieren wir das auch gleich so, dass wir hier sagen, define tag int, ne, das haben wir ja schon gemacht, das ist ja unser tag small integer, also machen wir hier und tag small integer. Okay, das ist jetzt das 1er-Bit. Da hätten wir gesagt, das ist eine small integer, dann sagen wir is pointer, dann können wir einfach sagen not is small integer, ja, das machen wir uns, ups, sorry, das machen wir uns einfach, da sagen wir not is small integer von dem Ding. Könnte es da Präzedenzprobleme geben. Es ist, glaube ich, ziemlich das Höchste, aber machen wir sicherheitshalber das auch nochmal drumherum. Dann brauchen wir noch ein make small integer. Das heißt, wir haben ein integer value und wir wollen ein small integer draus machen. Also make small integer von i, nenne ich es mal. Und der macht Folgendes, der castet auf ein Objekt. Er kriegt aber erstmal ein int von i. Und dann shiftet er das um 1 rüber. So, und dann tut er noch das Bit rein, das Tag Small Integer Bit rein. Und das wird dann gecastet. So, viele Klammern. Also nochmal, er nimmt den Integer Value, das ist ja der da, der hier reingehört. Den shiftet er um 1 nach links und ordert das Tag Bit unten rein. Und dann brauchen wir vermutlich noch ein Makro, um das Umgekehrte zu machen. Der holt wieder vielleicht ein Small Integer Value raus. Small Integer Value, nenne ich es einmal. Jetzt Shifter tun wir es nochmal. Ich bin da irgendwie ein bisschen manchmal ästhetisch, aber vielleicht auch unästhetisch. Das ist, weiß ich jetzt auch nicht. So, der
castet das Objekt, halt, der kriegt ein Objekt O, der castet das Objekt O zu einem Int, also Int von O, mit Klammern wieder, halt, da habe ich Klammer vergessen, weil da wäre es jetzt echt unter Umständen kritisch. Also dann nimmt das O, castet es zu einem Int, shiftet das Ding um 1 nach rechts, und das war's schon, mehr braucht er gar nicht machen. Wobei, da ist jetzt noch eine Sache, das muss man vorher klären, was nicht unbedingt trivial ist, ich bin mir nicht mal sicher, ob es im C-Standard drin ist, dass Shifts immer automatisch Signed-Shifts sind. Also, weil normalerweise, wenn ich habe das Vorzeichen hier habe ich ein Vorzeichen drin. Also hier ist ja das Sign-Bit bei Zweierkomplementdarstellung. Und wenn ich das jetzt nach rechts rüberschiebe, ist die Frage, schiebt der hier eine 0 rein und das Sign landet dann hier, das wäre dann schlecht für uns. Oder repliziert der das Sign hier rüber. Tatsächlich ist es so, meines Wissens, alle aktuellen Compiler machen das mit Sign-Shift. Also wenn das Int als Signed definiert war, dann wird durch ein Rechtsshift auch das Sign beibehalten. Wenn Sie hier allerdings aus Versehen unsigned long gesagt hätten, dann hätten wir hier ein Problem hier unten, dann müssten wir es hier auf ein signed int wieder casten, damit da eine richtige Shift-Operation draus entsteht, weil sonst kriegen wir da eine Nullbit rein. Nicht unsigned, sondern unsigned natürlich. Also wir machen das hier mit signed und hoffen, dass es funktioniert. Also tatsächlich weiß ich, dass es funktioniert, aber es ist zu klären. Es könnte auch theoretisch unter Umständen da manchmal Probleme geben. Nein. Wir müssen prüfen, ob das im Wertebereich ist vorher. Weil wenn das negativ ist, dann sind ja alle 1 hier oben. Und wenn ich dann 1 nach links schiebe, verliere ich zwar das hier, aber das zweite ist immer noch gut. Das heißt, wir müssen prüfen, wir müssen sagen, was ist unsere Min Small Integer und was ist unsere Max Small Integer. Also die Max ist einfacher, Small Integer. Die minimale Small Integer, die wir darstellen können, ist, und das hängt jetzt aber ein bisschen davon ab, machen wir es aber gleich mal, auf einer 32-Bit-Maschine, also if Pointer Size gleich 4 und ansonsten, jetzt wird es nämlich langsam happig, end if, wenn wir auf einer 32-Bit-Maschine stehen, dann ist die größte Zahl, die wir darstellen können, 0x7123124. Und die kleinste ist minus das da. Also die kleinste Zahl ist die da, die hat hier oben eine 1 und dann lauter Nullen. Und zwar genau insgesamt 32 Bit, also das ist das da, 8 und 7 Nullen. Und die größte Zahl, die ihr darstellen kann, ist 0, 1, 1 und lauter Einsen. Das ist die größte positive, das ist die kleinste negative Zahl, die rauskommt. Sie können es sich nochmal vergegenwärtigen, angenommen, Sie hätten nur 4 Bits, dann wäre das die 0. Dann gehen wir nach oben positiv, dann kommt 0, 0, 1 und so weiter bis 0, 1, 1, 1. Und dann bin ich bei der 7, das heißt, da ist mein Vorzeichen, höher komme ich nicht. Und wenn ich negativ runtergehe, wenn ich da jetzt 1 abziehe, dann fange ich an mit 1, 1, 1, dann kommt 1, 1, 0, 1, 0, 1 und so weiter und dann lande ich am Schluss bei der 1, 0, 0. Das heißt, ins Negative komme ich 1 weiter, also das ist ja minus 8 und das ist plus 7, interessanterweise. Gell? Bei der Zweierkomplementsdarstellung habe ich nach unten 1 mehr an Wertebereich als nach oben. Und das zeigt sich auch hier, also hier haben wir jetzt einfach ein paar mehr Nullen bzw. Einsen hinten dran. Also 7FFF wäre unsere größte Zahl, kleinste Zahl und größte Zahl, sorry, und das wäre unsere kleinste. Wir können mal gucken, was das ist. In Smalltalk kann ich hier 16 Radix davor schreiben und dann sieht man hier Invalid Number. Der will hier gar kein Smalltalk. Moment, der will hier was anderes. Den habe ich so getuned, dass der hier 0x kann. Ja, okay. Also das wäre jetzt hier die 2 Milliarden. Es muss ja die Hälfte ungefähr sein und dann kommt hier. Das hier sind auch 2 Milliarden, da sieht man, das geht bis 8 und das hier geht nur bis 7. Da habe ich den Reader umdefiniert, dass der 0x akzeptiert statt 6, statt Smalltalk-Notation. Also deswegen. Und ich glaube, das kann er auch. Mal schauen. Nee, das kann er nicht. Okay.
So, und bei 64-Bit-Maschinen ist das Ganze einfach nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist natürlich schon eine relativ große Zahl, da kann man schon weiter mitkommen. Aber jetzt müssen wir nur wissen, was ist unsere Pointer-Size? Das müssen wir irgendwie sagen, weil ich würde hier gern sagen Size of Int oder Size of Character Pointer gleich 8, aber das kann der if nicht. Weil der if macht der Präprozessor und der Präprozessor kann nicht denken. Deswegen muss ich mir das irgendwie dann eigentlich hier oben muss ich das Pointer Size vielleicht definieren. Typischerweise macht man da irgend so einen config.h, wo man sagt, Kreuz if defined x86-64, dann define pointer size als 8 und end if und dann sagt man if defined, das muss auch so sein, if defined. Und dann muss man rausfinden, welche Definitionen, weil man diese, und wenn es der normale x86 ist, dann definieren wir es als 4 und am Schluss, falls irgendjemand mal portiert und vergisst, das einzugeben, dann macht man am Schluss noch if not defined pointer size, dann macht man hier irgendwie Kreuz Error, please check your CPU hier, end if. Und wenn dann irgendjemand das kompiliert auf einer falschen Maschine und hat vergessen, sich darum zu kümmern, dann kriegt er hier einen Error, sowas nach der Motto. Und dann machen wir das nächste Mal weiter, weil ich fürchte, Sie sind jetzt alle schon nervös, ins Wochenende zu kommen. Wir verabschieden wieder unsere Gäste aus der Schweiz und Österreich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.